Deutschland war von 45 bis 95, also 50 Jahre, nie wieder Krieg. Aber was Macron jetzt gemacht hat, ist, er hat das eine Stufe höher gehoben und hat gesagt, ja, man könnte doch eine Gruppe aus Polen reinschicken und eine Gruppe aus Frankreich reinschicken. Ja, das ist das Rezept für den Dritten Weltkrieg. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt, lass das nicht mit dir machen. So kann sie niemand mehr ärgern. Ganser zu Krisen und Lösungen. Daniele Ganser, Liebe geht raus an Daniele. Unser Talk, den wir zusammen gemacht haben. Unten, erster Link in der Beschreibung. Check das aus, der hat noch mehr Reichweite verdient. Ja, ich würde sagen, wir gehen rein in den Peter. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen. Abonniert den Kanal und der Peter geht los, Digi. Und los. Deutschland war von 45 bis 95, also 50 Jahre. Wer ist denn die Dame? Nie wieder Krieg. Okay, man hat nicht an Kriegshandel. Wer sind die zwei Jungs innen hier? Genau, das war 50 gute Jahre. Scher, oberkörperfrei, Bruder Deutschland, Bruder Scher vor dem Bundestag. Gemütlich. Hoffentlich keine Schuhe an. Bisschen grounden auf, entspannt. Aber dann, 95 waren die ersten Einsätze in Bosnien, aber dann richtig war es 99, die Bombardierung von Serbien. Haben also Serbien bombardiert. Als nie wieder Krieg wurde, hin und wieder Krieg. Joschka Fischer von den Grünen. Ja, es ging ganz schnell, ne? Auch von den Grünen. Und Gerhard Schröder von der SPD haben Deutschland dort wieder in den Krieg geführt, wieder mit den Amerikanern zusammen. US-Präsident Bill Clinton. Hat der Schröder nicht dann auch mal eine Rede gehalten und hat wirklich, Alter, Verantwortung dafür übernommen? Ich habe mal irgendwo eine Rede von Schröder gesehen. Ich habe noch nie einen Politiker gesehen, der sich gerade gemacht hat. Der hat wirklich offiziell gesagt irgendwie, dass das falsch war und da hat sich dafür entschuldigt. So. Habe ich noch nie gesehen. Noch nie. Seitdem ich geboren wurde, dass ein Politiker eingeräumt hat, dass er einen Fehler gemacht hat. Was ist natürlich nicht entschuldigt, so, aber fand ich schon krass. Und dann 2001 waren ja diese Terroranschläge vom 11. September. Merkels Bodyguards in der Mittagspause. Ich immer wieder sage, Leute, wir wurden angelogen, das wurde nie richtig geklärt. Facts. 7 wurde gesprengt, eigenes Thema. Und dann hat er recht, aber ging es nach 2001, hieß es, jetzt müssen wir nach Afghanistan. Die Bundeswehr nach Afghanistan, wieder mit den Amerikanern, also nicht nur Serbien, sondern Afghanistan hat man auch Krieg geführt. Und dann seit 2015 hat man... Frage, die man sich stellen muss bei dieser Sache, ist auch, ob die Deutschen überhaupt selber entschieden haben, dahin zu gehen, jeweils mitzumachen. So. Oder ob die Entscheidungen nicht für sie getroffen wurden, von Daddy USA, weißt du? Krieg gegen Syrien geführt. Viele haben das überhaupt nicht in Erinnerung, dass Deutschland Krieg gegen Syrien geführt hat. Man hat damals die Luftaufklärung gemacht für die amerikanischen Bombardierungen. Und gut, jetzt ist das alles vorbei. Serbien, Afghanistan, Syrien ist vorbei. Und dann ist die Idee entstanden, dass das alles nicht so schlimm ist, weil ja, die Serben haben ja nicht zurückgeschossen, die Afghanen haben auch nicht zurückgeschossen. Und so, wir haben es für den Frieden gemacht. Wir haben für eine gute Sache haben wir Menschen getötet, verstehst du? So. So. Auch nicht. Dann denkt man, dann könnte man doch jetzt die Russen bombardieren. Aber da möchte ich wirklich sagen, das ist eine ganz andere Gewichtsklasse. Das ist ein anderer Film, safe. Sich ein bisschen mit internationaler Politik beschäftigt, dann wird man sofort erkennen, die Russen würden... Ja, Schröder wusste, dass es nicht cool war und hat das so auch öffentlich zugegeben. Das ist schon crazy, ne? Rückschlag. Man kann nicht, Deutschland kann nicht sagen... Wir zerstören russische Brücken und gehen davon aus, dass Russland dann keine deutschen Brücken zerstört, sondern da kommt man auf eine ganz andere Ebene und man muss verstehen, dass die Amerikaner im Hintergrund das anschiebt. Die freuen sich, die würden sich freuen, wenn die Deutschen Russen töten und dann die Russen Deutsche töten und dann geht. Ja, ja, ich glaube, die waren von Anfang an, haben die es nicht gefühlt, dass wir Beziehungen mit Russland hatten, so weißt du, auch mit diesem Nord Stream und so. Es wäre auch eine starke Allianz gewesen, wenn die Deutschen und die Russen näher zusammengekommen wären. Ich habe mal diese eine Rede reingezogen. Der Putin hat ja mal auf Deutsch eine Rede gehalten, auch im Bundestag. So. War ja sein Anliegen auch, dass die näher aneinander rücken. So. Und es wäre natürlich eine mächtige Allianz auch gewesen. Und das wollen die Amerikaner natürlich auf Krampf vermeiden. Und vor allen Dingen, was man auch sehen muss, ist, dass es eine heftige Historie auch zwischen Deutschland und Russland. So, ne? Wenn da wieder Krieg angezettelt wird oder wenn da wieder was passiert, dann ist das schon... Da werden alte Wunden wieder aufgerissen, auch teilweise. In eine Endlosspirale.
Und wie stehst du zur Massentierhaltung? Fühl dich nicht, Bro. Ich bin vegan, deswegen. Sagt zum Beispiel George Friedman, den ich heute im Vortrag auch zitieren werde, sagt, ja, wir wollen die Deutschen und die Russen untereinander immer wieder in Spalten. Krieg verwickeln. Das ist einfach wichtig, dass das die Leute wissen. Aber George Friedman, 2015, hat das offen gesagt. Crazy. Für mich finde ich auch wichtig, dass die Leute verstehen, dass es eben auch jetzt, also Macron hat es neulich auch gesagt. Wer ist denn die? Kennt ihr einer? Sieht süß aus. Schöne Augen. Dali-Vibes. Eventuell auch Leute aus der EU dort kämpfen sollen. Also der Krieg würde hierher kommen, was das wirklich bedeutet. Ja. Dass junge Leute haben heute Angst, dass sie vielleicht eingezogen werden. Also Freunde von mir, die Pazifisten sind. Ja. Hättest du ganz kurz vielleicht noch... Das ist wild, ne? Das ist auch nicht so weit weg, wie ihr denkt teilweise, ne? Glaube ich, JungsInnen. Also... Es wurde ja auch schon gesagt, dass wenn da irgendwas stattfindet, dann wird auch die Wehrpflicht wieder eingeführt und dann werden alle Jungs, die in Deutschland sind, im wehrpflichtigen Alter sind, dann werden die erstmal rangezogen. Los geht's, Jungs. Sterben. Das, was junge Pazifisten aus der Friedensbewegung machen können mit dieser Gefahr der Wehrpflicht, die jetzt auch sogar im Gespräch ist teilweise, oder? Einfach nicht an die Front gehen, weil Macron geht ja nicht. Was heißt nicht an die Front gehen? An die Front, sondern er ist Präsident von Frankreich. Er gibt ein Interview, aber er wird überhaupt niemals selber an die Front gehen. Safe, und deren Kinder auch nicht. Keiner von deren Familie wird an die Front gehen. Nobody. Eigentlich sollen die Besitzer der Rüstungskonzerne an die Front gehen. Und dann wird der wäre sofort fertig mit dem Krieg. Sondern die verheizen ja eigentlich aus allen... Ich gehe nicht hin, egal was. Ein Scheiß werde ich. Bruder, ist halt krass, ne? Also wenn die Kriegszustände ausbrechen, dann stehen die vor deiner Tür, Bro. Mit Weapons. Los geht's, Bruder. So. Geht los jetzt. Was machen dann? Kinder, die jungen Leute und weißt du, was Macron... Deus sagt, ja, ich bin bereit zu sterben. Aber nicht an der Front, oder? Vor Ort dann quasi, wenn die dich abholen wollen. Doppelte Staatsbürgerschaft regelt. Dich sollte man eh vorher abschieben, du Migrant. Da wird keiner abgeholt, zu viele Verweigerer. Meinst du? Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Das wird halt leider nicht passieren. Sucht euch eine zweite Staatsangehörigkeit. Jeder Deutsche steht eine zweite zu. Bringt das was, Digga? Wenn man in Deutschland ist und doppelte Staatsbürgerschaft hat, ne? Kann man dann sagen, nein, ich berufe mich auf meine andere Staatsbürgerschaft und will nicht hingehen? Dann gibst du die Deutsche ab. Bei Gott, nur die Reichen können abhauen. Nein, nein, man kann's ja, Bruder, du kannst ja auch einfach intelligent sein, ne? Man sieht ja schon einige Dinge auch kommen. So, dann kannst du einfach auch einen Dampfer machen zum richtigen Zeitpunkt. Er hat eigentlich gesagt. Was ist, wenn ich mich als Deutscher im Ausland befinde? Oha, wenn das Land Auslieferungsabkommen hat, kann sein, dass sie sogar vom Ausland einziehen, wa? NATO-Soldaten vielleicht in der Ukraine eingesetzt werden können. Das ist einfach wieder ein Zeichen von Wahnsinn. Das ist nur Wahnsinn, weil... Wirst eingezogen, musst du zurückkommen. Holen dich. Einen Scheißdreck holen die. Bruder, als ob die dann ins Ausland fliegen und alle Deutschen holen sollen. Nach Mexiko, Afrika und so. Niemals, Bro. Hab ich noch nie gehört. Wurde noch nie jemand aus dem Ausland eingezogen? Ja, das ist Schwachsinn. Die wollen mir Angst machen hier. Es sind schon jetzt verdeckt Amerikaner, Briten und... Wenn ich einreise irgendwie oder zurückkomme und dann mein Pass gescannt wird und der ist im Dings, dann können die mich vielleicht am Flughafen einziehen. Ja, aber die kommen hier nicht nach Mexiko, Digga, und kommen jetzt wegen Leon nach Mexiko, Digga, und suchen meine Adresse und kommen... Bruder, die wissen nicht mal, wo ich bin in Mexiko. Okay, das ist auch nicht so schwer rauszufinden, aber ey, Leute, bleibt cool. Franzosen in der Ukraine, vielleicht auch Deutsche, aber die sind verdeckt dort und jedes Land sagt, oh nein, die sind gar nicht da. Die Russen wissen, dass die da sind. Weil es sind so komplexe Waffensysteme, dass sie natürlich Offiziere dort haben ohne Abzeichen oder Special Forces oder Geheimdienstmitarbeiter. Und das weiß man, weil in der Ukraine wird ja immer der Sprachraum abgehört. Und eigentlich sollte da nur Russisch und Ukrainisch sein. Aber da ist auch Französisch, da ist auch Englisch und da ist auch mit amerikanischem Akzent, da hört man auch Deutsch. Und es ist eben nicht so, dass die
dass die russischen und die ukrainischen Soldaten so sprachbegabt sind, dass sie all diese Fremdsprachen auch noch sprechen, sondern das sind halt wirklich ausländische Truppen im Einsatz. Aber das ist im Bereich, wo man sagen kann, es ist ohne Unterstützung offiziell. Aber was Macron jetzt gemacht hat, ist, er hat das eine Stufe höher gehoben und hat gesagt, ja, man könnte doch eine Gruppe aus Polen reinschicken und eine Gruppe aus Frankreich reinschicken. Ja, das ist das Rezept für den Dritten Weltkrieg. Und das sollte man nicht tun. Und da würde ich wirklich den Pazifisten auch raten, nicht zu gehen, wenn die Regierung sagt, gäbe, sondern. Also es ist quasi so als Schlussresümee könnten wir. Das ist krass. Ich glaube aber auch, dass die erstmal nur die Leute annehmen. Also ab welchem Punkt werden dann wirklich alle eingezogen? Seid mal ehrlich, Chat. Ich glaube, das muss echt schon hart sein, ne? Erstmal arbeiten die doch mit den Leuten, die sowieso freiwillig gehen. Oder die gehen, weil Fernsehen sagt oder weil die sagen, jetzt Gesetz und so. Da muss schon einiges passieren, glaube ich. Unsere Zuschauer, was wir trainieren dürfen, ist unser Mut. Ja. In Gesprächen mit Nachbarn, mit Freunden zu unserem Pazifismus zu stehen. Genau. Dabei auch zu atmen. Ja, tief zu atmen. Und selbst nicht dann in die aggressive Energie reinzukommen. Genau, weil sonst fängt man selber an zu schreien und das ist einfach nicht die friedliche Kommunikation. Und junge Leute genauso den Mut antrainieren, dass sie eventuell dann wirklich Nein sagen. Sag Nein zum Krieg, weil man kann ja dann studieren, was ist denn mit den jungen Menschen in der Ukraine passiert? Ja, die sind in den Krieg gezogen, sind jetzt schwer verletzt oder tot. Und das Rest in Peace. Schnittsalter der ukrainischen Armee ist 42 Jahre. Aber hätten sie dem entgehen können? Es ist sehr schwierig. Einige sind über die Grenzen geflohen, andere haben, weil sie reich waren, bestochen. Einige sind auch nach Russland geflohen. Aber ich denke, ich persönlich halte es für klüger, wenn man einem verrückten Führer nicht folgt. Ja, bei Macron auch nur eine Zeit lang da, oder Zelensky auch nur eine Zeit lang da, oder Bush. Und die sind alle nur eine Zeit lang da. Und wenn man sozusagen auf der einen Seite sein eigenes Leben hat und auf der anderen Seite einen verrückten Führer, dann ist eigentlich blinder Autoritätsglaube, kann ich nicht empfehlen. Weil die Führer gerecht wären, wenn die Führer ehrlich wären, dann könnte. Genauso wie die Medien, ja. Könnte man darüber sprechen, ja. Aber es sind Zeiten des Wahnsinns, totaler Wahnsinn. Ist so. Sie sind auch total verlogen. Also die Führer reduzieren alle Risiken für sich und schieben alle Risiken zu den anderen rüber. Sie schauen nur für sich. Sie schauen ja gar nicht fürs Land. Also da in Deutschland wieder 100 Milliarden für die Bundeswehr. Das ist ja Steuergeld. So. Ich fahre da immer wieder mal in der Deutschen Bahn. Da könnte man das Geld investieren. Aber nicht bei der Bundeswehr. Oder wenn man mit diesem Geld, das sage ich auch in den Vorträgen, wenn man Traumaarbeit machen würde, mit diesem ganzen Geld, das man in die Rüstungsindustrie schickt, dann könnten wirklich tiefgreifend die Gesellschaft in eine positive Entwicklung, und da gibt es ganz viele Menschen, die Traumaarbeit oder auch sonst Friedensarbeit machen könnten, die brauchen auch gar keine Handgranate und keine Landmine für ihre Arbeit, sondern die brauchen eigentlich das Gespräch oder auch die Berührung oder das. Man hat hier wirklich auch die Liebe, Möglichkeiten, Frieden zu schaffen. Safe, stark. Daniele, ich mag Daniele, weil er ja so auf Menschlichkeit plädiert auch und sagt, ey, hört nicht auf, was die euch eintrichtern wollen. Hört nicht auf diese Führer, die eigentlich nicht euer Bestes im Interesse haben. So. Ich mag den Daniele sehr. Liebe geht raus an den Herrn Ganser. Ich küsse eure Zirbeldrüsen, eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Tschüssi.